Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die vor einer Woche vorgestellte kleine Parson-Russell-Hündin Maya wartet noch auf neue Menschenfreunde. Da es Parson-Russells im Moment noch weitere in der Arche Noah gibt, müssen sich die süßen Hündchen wohl ein wenig gedulden. Aber wer kann ihnen schon widerstehen? Heute sollen wieder Miezen vorgestellt werden. Lucky, ein Bild von einem Kater, braucht dringend ein neues Revier. Aus nicht näher bekannten Gründen wurde Lucky in der Arche Noah abgegeben. 9 Jahre lebte er in einer Wohnung, durfte ab und an mit in den Garten und nun ist das sichere, schöne Katerleben vorbei. Das gefällt dem großen Kater Lucky überhaupt nicht. Er sitzt sehr traurig in seiner neuen Unterkunft und hat keinen Appetit. Wenn Katzen nach so langer Zeit ihre gewohnte Umgebung verlieren, ist es für die meisten eine Katastrophe. Deshalb soll Lucky ganz schnell wieder neue Bezugspersonen bekommen. Lucky ist sehr menschenbezogen und freundlich. Auch von Fremden lässt er sich gern streicheln. Wenn Interessenten in ruhiger ländlicher Umgebung wohnen, könnte man Lucky bestimmt auch an Freigang gewöhnen. Natürlich wäre er auch mit einer Wohnung zufrieden, wenn sich nur wieder jemand um ihn kümmern würde. Lucky ist zwar schon 9 Jahre alt, aber gerade deshalb soll er das Herz der Katzenfreunde rühren. Noch viele schöne Jahre könnte er für Menschen ein anschmiegsamer Begleiter sein. Wer Lucky kennenlernt, verliebt sich ohnehin gleich in ihn. Nun stellen wir noch eine Fundkatze aus Eschenbergen vor. Das Miezchen hielt sich dort länger auf und wurde sicherheitshalber in die Arche Noah gebracht. Sie wird auf ungefähr 3 Jahre geschätzt. Für diese Katze wird der Besitzer gesucht, der die ebenfalls ziemlich unglückliche Mieze schnell nach Hause holt.